Hallo Freunde, herzlich willkommen zu diesem erneuten Video. Es ist schon wieder übel scheiß Wetter und fast dunkel, aber es geht glaube ich noch. Heute gibt es das Video mit dem neuen Auto von Linus. Und zwar, es ist ein... Hallo, kann ich Sie vielleicht für ein bisschen Aufschnitt begeistern? Wir müssen uns erstmal begrüßen. Es ist ein Lexus GS300. Du kannst mich gerne für Aufschnitt begeistern. Feinste Hähnchensalat. Feinste Hähnchensalami. So, Leute, Linus hat jetzt einen Lexus GS300, paar technische Daten. 3 Liter V6 Saugermotor mit 249 PS, Baujahr 2005. Vollausstattung, weil Mr. Flex, der scheut keine Kosten und Mühen, sich irgendwelche krassen Fahrzeuge anzuschaffen. Ich gehe jetzt einmal rum, wir gucken uns den Aal einmal an. Wie ihr seht, wunderschönes Heck. Sieht Anhängerkupplung, was ich sehr gut finde. Ja. Sieht ein bisschen aus wie eine aggressive Hummel von hinten, von vorne eigentlich auch. Achtet nicht auf die eine Felge. Wir haben den aus Frankfurt geholt und wir vermuten, dass der Vorbesitzer einmal einen Bordstein geküsst hat und deswegen die Felge ausgetauscht hat. Das ist aber jetzt gar nicht weiter schlimm. Ich kaufe mir eh noch neu. Ja, für den Sommer kommen da eh noch dicke Schlappen drauf. Ansonsten, von vorne, wie ihr seht, ein sehr schöner Hobel. Muss auf jeden Fall noch etwas tiefer, oder? Tiefer, dickere Felgen und dann macht der auch schon richtig was her, wobei der auch so schon sehr, sehr schön ist. Wir gucken uns den jetzt einfach mal von innen an und ich zeige euch ein bisschen die Ausstattung des Kfz. Fangen wir hinten an. Hinten, wie ihr seht, zwei Red Bull Dosen und sanft Taschentücher. Ansonsten alle Vollleder. Hier gibt es, anders als im LS, keine Sitzheizung hinten. Aber das ist eigentlich auch nicht weiter schlimm, weil ja, wird eh nicht so oft gebraucht. Ansonsten, der Sitz ist jetzt schon fast ganz hinten. Beinfreiheit ist trotzdem noch für etwas kleinere Menschen genug da. Auf der anderen Seite ist auf jeden Fall sehr viel Beinfreiheit noch. Da würde ich noch ohne Probleme sitzen können. Der Kofferraum. Geht. Geht. Ist nicht der größte, aber auch geht auch definitiv schlimmer. Ich meine, guck dir den MX-5 an. Eigentlich das Wichtigste passt immer rein. Das Auto ist aber noch komplett Serie, also da ist wirklich noch nichts gemacht. Auch soundtechnisch geht da jetzt noch nicht so viel. Ich zeige euch den mal von innen. Hier Schiebedach, wie ihr seht, ist auch alles da. Von innen schön für einen Ölwechsel auch noch ein Dings da. Oh ne, warte, ich muss das nochmal machen. Sitzheizung, Sitzkühlung gibt es hier alles. Eine sehr große Ablagemöglichkeit bei der Mittelkonsole und ansonsten hier auch alles, ich weiß nicht, ob man es so sieht, schön mit LEDs ausgestattet. Wirklich sehr schönes Auto. Ein dickes Display, wo man sich so Fahrtinformationen anzeigen lassen kann. Das machen wir aber gleich, denke ich einfach. Wollen wir einen Soundcheck machen? Lenkrad fährt sich übrigens bei dem auch hoch und runter. Let's go! Okay. Es hört sich auf jeden Fall sehr schmackhaft an. Das Tacho auch wunderschön. Ich finde das gebürstete Metall ist extrem geil. Das passt einfach richtig schön rein. Das LED-Tacho sieht mega gut aus. Wundert euch jetzt nicht wegen der Lampe und der Lampe. Das ist wegen dem einem Reifen hinten, der halt anders ist als die anderen. Der kann halt den Reifen rumgehen. Naja, das ist das RDKS-System. Das ist aber eigentlich nicht weiter schlimm. Ich will fahren. Ich habe dir deine Memory-Sitze hast du auch drin, auf beiden Seiten. Ansonsten, es ist halt ein Lexus. Ach, was ich euch auch noch zeigen möchte. Hier gibt es so eine komplette Fernbedienung, wo du alles einstellen kannst. Hinten, wie ihr seht, ich hoffe, ich drehe mich weit genug, ist noch so ein Sonnendings, Sonnenblendenetz-Gedöns. Sehr geil alles auf jeden Fall. Fährt sich automatisch runter, wenn du Rückwärtsgang. Ja, das fährt sich automatisch runter. Und was, ich lege mal den Rückwärtsgang ein, dann achtet mal auf die Spiegel. Das ist der Leerlauf. Fuck. Jetzt fahren sich die Spiegel runter, damit ich mir die Reifen nicht ankratze. Und Rückfahrkamera gibt es natürlich auch. Das ist die erste Fahrt jetzt mit dem, wo ich fahre. Oha. Boah, dann kriegt ihr ja direkt die frischen Impressionen. Leute, eigentlich war nämlich mein Plan damals, statt dass ich mir den LS hole, hole ich mir einen GS450H. Das ist quasi das gleiche Auto mit dem gleichen Motor, nur als Hybrid. Aber sonst ist halt wirklich, wie gesagt, alles gleich.
Und, boah, der fährt sich aber auch richtig weich, Alter. Das ist wirklich wunderschön. Das ist geil, ne? Das ist geil. Das ist ein Unterschied zu Fiesta. Auf jeden Fall. Schaltet auch mega weich. Alter. Es fühlt sich aber wirklich... Ich weiß nicht, das ist ganz komisch. Man kann es nicht mit einem LS vergleichen, weil es irgendwie doch anders ist. Aber es ist beides übel nice. Es ist beides butterweich und es ist übelst komfortabel. Ja, ich muss mich jetzt erstmal umgewöhnen, so ein dickes Auto auf der linken Seite zu fahren. Ich muss ehrlich sagen, in dem hier spürt man die Geschwindigkeit weniger als im LS. Also LS ist ja bumstief und so, wenn Auto tief ist. Für die Leute, die ein tiefer gelegtes Auto fahren, die wissen, was ich meine. Dann fühlt sich das allgemein immer ein bisschen schneller an, als es ist. Einfach abgefuckt laut. Ja, und meiner ist auch einfach abgefuckt laut. Fährt sich geil, Alter. Mach kein Auge jetzt. Ehrlich. Vor allem, wir fahren 50. Tempomat habe ich natürlich auch. Ist genau gleich wie beim LS. Mit dem Hebel hier und dem Drücken und alles. Soll man sagen, ist halt ein Lexus, ne? Die haben Ausstattung bis zum geht's nicht mehr. Sind komfortabel, sind zuverlässig as fuck. Ah, genau. Was man noch sagen könnte. Ich habe hier noch so einen Powerknopf. Da, stimmt. Dreht er die Gänge ganz aus. Und ich habe Schneemodus. Da schlittert er nicht so schnell. Mach. Ja, also beim LS, ich habe das ja im LS-Video gesehen. Wer es noch nicht gesehen hat, ist jetzt hier oben. Packe ich euch rein, könnt ihr euch gleich angucken. Den Powerknopf, den kennt ihr auch aus dem LS. Der dreht dann einfach die Gänge weiter aus, sodass ihr dann wirklich richtig Wumms unterm Arsch habt. Und auch das gesamte Drehzahlband ausschöpft. Also du hast noch einen Traktionskontrolle Ausknopf. Ich denke, das muss ich nicht erklären. Ja, und wie gesagt, der Schneemodus. Beim 450H gibt es noch einen weiteren Knopf, wo man das Fahrwerk verstellen kann. Zeigen euch gleich nochmal die atemberaubende Power des Kfz, würde ich sagen. Weil der geht schon echt sehr gut nach vorne. In Ordnung. Ja, also wir sind auf jeden Fall schneller als der deutsche Durchschnitt unterwegs. Boah, der fährt sich so geil. Der fährt sich echt nice. Aber hätte ich jetzt auch noch Sound, wäre ich noch schöner. Ja, das kriegen wir ja noch hin. Boah, die Sitzkühlung macht schon meinen Rücken kalt. Freunde, ich hoffe, das Wetter macht nicht so Auge. Nächste Woche kommt noch ein anderes Video online. Das wird ein bisschen so Real-Life-Story, Real-Talk-Story sein. Real-Talk-Story, Real-Life-Story sein, wo ich einfach nur ein bisschen am Labern bin. Wer Bock hat, kann sich das ja dann gerne nächste Woche Donnerstag auch reinziehen. Ich hoffe, das Wetter macht nicht so Auge, dass wir wieder Motovlogs machen können, weil ich glaube, das ist so der Content, den ihr mehr feiert und der uns auch persönlich mehr Spaß macht, weil Motorradfahren halt einfach geil ist. Ja, ich muss sagen, ich sitze ziemlich ungern mit Motorradhelm im Auto. Ich spule jetzt einfach vor bis zu der Stelle, wo wir einmal schön reinlatschen und wir sehen uns dann gleich. Okay, Freunde, wir sind wieder da. Ich schalte jetzt in selber schalten einmal rein. Hast du Gangantrieb? Nee. Aber wir machen es einfach mal jetzt so. Fahren hier ganz entspannt. Und jetzt treten wir einfach durch. Oh, er hat den Powerknopf gedrückt. Ich wollte doch. Ja, ich denke, das wird reichen. Ihr habt es auf jeden Fall gesehen. Jetzt fährt der hier so extrem langsam. Ne, komm. Hier ist 100. Ihr habt es auf jeden Fall gesehen. Der geht sehr gut nach vorne. Jetzt von innen hört man wieder von dem Sound nicht wirklich viel. Man hört ein bisschen den Motor vorne kreischen. Ansonsten kommt da nicht wirklich viel rüber. Boah, jetzt merkt man, dass ich Rechtslenker gewohnt bin. ansonsten kommt da nicht wirklich viel rüber. Fährt sich butterweich. Was wir euch eben noch nicht gezeigt haben, die ganzen Funktionen hier. Also man kann hier einiges einstellen. Wir haben Navi, wir haben Fahrtinformationen, normales Radio. Der zeigt uns... Ja, Klimaanlage halt, ne? Ja, ja, der zeigt uns Dinge. Hier kann man alles einstellen, wo der hinpusten soll und sowas. Er zeigt uns Trip-Info, Service und sowas an, was man machen muss, wann man es machen muss, wann es zuletzt gemacht wurde, dies, das, Ananas. Also es gibt auf jeden Fall sehr viel. Aber... ich denke, wir haben euch genug Impressionen von dem Auto vermitteln können und deswegen hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich würde es dann an dieser Stelle beenden. Schaltet nächste Woche Donnerstag zum nächsten Video ein. Ich lade jetzt nämlich regelmäßig hoch. Also bis jetzt habe ich es nämlich dieses Jahr die ganze Zeit geschafft. Und mit diesen Worten würde ich sagen, haut rein und tschüss.